Es sind manchmal die Basics, die absoluten Grundlagen, die ein Problem lösen oder zum Teil lösen können. Ich hatte ja gerade erst diese Woche ein Video hochgeladen, wo es um das Thema Wohin mit dem Abzugsfinger ging. Und da hatte ich ja darüber berichtet, dass ich derzeit echt ein Problem mit meiner Glock habe. Nämlich, dass ich bei mir so gut wie alles tief weg und nach links wegballer. Der erste Gedanke, der den meisten in den Kopf kommt, wenn es heißt tief und links, ist immer wieder melken. Nicht immer kann man diese Problematik anhand einer künstlichen Zielscheibe, die aufzeigt, welches Trefferbild welches Problem darstellt, lösen. Manchmal sind es tatsächlich die Grundlagen. Jeder von uns kennt das vor vielen, vielen, vielen Jahren. Wenn man mit dem Schießen angefangen hat, man war vielleicht irgendwo in einem DSB-Verein und hat dort Spopi geschossen, dann kennt das vielleicht der ein oder andere von euch noch, dieses Zieleinpendeln. Was war damit gemeint? Nun, ich gehe hier mal ohne richtige Pistole, hier mit dieser Roni-Attrappe und zeige es euch. Das, was letzten Endes damit gemeint war, man geht in seinen üblichen Stand, geht hoch, schließt die Augen und pendelt mit der Waffe hin und her. Das Pendel wird immer kleiner, während man ins Ziel reinguckt mit geschlossenen Augen. Irgendwann steht der Arm. Und dann macht man die Augen auf und zielt. Und dann weiß man oder man sieht, wo man hinzielt. Jetzt kommt es aber meistens vor, dass man in dem Moment am Ziel vorbeigezielt hat. Bei diesem Einpendeln. Zum Beispiel nach links. So, was war dann die logische Konsequenz daraus? Man musste seinen Stand so weit korrigieren, dass man dieses Pendel bei Wiederholen immer weiter in der Endposition ins Ziel reingebracht. Ich will mal versuchen, das in die Kamera rein zu demonstrieren. Wir gehen hoch ins Ziel. Ich bin der Meinung, ich bin jetzt im Ziel. Und jetzt pendeln wir. Und ihr seht, von meiner Position jetzt ziele ich unmittelbar in einer neutralen Position an der Kamera direkt vorbei. Was muss ich also tun, um dies zu korrigieren? Ich muss meinen Körper, nicht nur meinen Rumpf, sondern meinen kompletten Körper nach rechts drehen. Und das ist aber nicht viel. So, das heißt, wir gehen mal so 2-3 cm, drehen wir uns mit den Füßen auch nach rechts. Wir gehen wieder und pendeln. Und ihr seht, beim Stopp, und ich mache meine Augen auf und ich ziele jetzt wesentlich weiter rechts. So, jetzt war es so. Ich stand gestern auf dem Stand, es war Xmas Match in Butzbach. Großes Ranglistenturnier. So, und es ist immer ein bisschen bescheiden, mitten in einem Wettkampf seine Technik zu verändern. Aber einer der AOs, ein langjähriger Schütze im BDMP und im DSB, stand hinter mir. Ich kenne ihn. Und ich hatte PP1 geschossen. Und er hatte schon bei den 120 Sekunden mit 12 Schuss, hat er schon gesehen, dass ich nach links wegschieße. So, und mein üblicher Stand ist das, was ich eigentlich schon immer wieder sage, der Eisokle-Stand. Das heißt, ich stehe mit meinem Körper parallel zum Ziel, ich gehe rein und bin der Meinung, ich bin im Ziel. So, jetzt mache ich mal hier das Pendel. So, und was seht ihr? Meine natürliche Körperhaltung ist nach links weg. Und das ist einer meiner Probleme. Ich sage nicht, das ist die Mutter aller Probleme. Es ist ein Puzzleteil. Also was muss ich tun? Ich muss meinen Körper, wie bei dem Spoki-Thema, drehen. Und zwar entgegen dieser Richtung. Also gehe ich jetzt hin und bewege meinen rechten Fuß ein Stückchen nach hinten, dass ich mit meinem Oberkörper jetzt auch ein bisschen schräg stehen. Jetzt gehen wir wieder ins Ziel. Wenn ich die Waffe so ins Ziel kriege, bin ich drin. Ich schließe meine Augen und dann pendeln wir. Und ihr seht, ich bin schon wesentlich weiter in Richtung Ziel. Also langt noch nicht. Gehen wir noch mal ein bisschen und wiederholen das.
siehe da, Endposition ist mitten ins Ziel. Das bedeutet im Klartext, die Linksschüsse, die ich immer wieder produziert habe, sind ein Thema des Standes. Nicht primär oder nicht nur ein Thema meiner Fingerposition am Abzug oder wie ich die Waffe halte. Sie sind auch nicht ein Problem mit links tief, dass ich den hier mache, das nach unten zuckt. Sondern in erster Linie ist es ein Standproblem. Das bedeutet im Klartext, ihr müsst für euch den richtigen Stand, den richtigen Winkel zum Ziel finden. Wie weit, bei Rechtshänder muss ich mich nach rechts drehen, um in eine neutrale Position reinzukommen, dass ich intuitiv und automatisch mit der Visierung mittig bin. Und dann landen auch die Treffer mittig. Und alles andere mit den Tiefschüssen, das kann man dann in meinen Augen nachgelagert behandeln. Jetzt geht es für mich, aus meiner Sicht erstmal darum, die Kugeln mittig ins Ziel reinzubringen. Und da wird es, denke ich mal, noch das ein oder andere Video dazu geben. Und probiert es mal selber aus. Ich werde es jetzt bei den nächsten Trainings genauso machen. Ich werde mir ein bisschen mehr Zeit lassen beim Einrichten und werde gucken, dass ich eben in diese neutrale Position komme, dass wenn ich komme und die Waffe ziehe, ich sofort im Ziel bin. Probiert es aus. Ich bin mal gespannt und lasst mich wissen, ob das für euch auch funktioniert.